Ohne Frage gehört die Pheasant Tail zu den Eintagsfliegennymphen, mit denen fast immer etwas geht. Mit wenig Beschwerung nahe der Oberfläche, mit viel Kupferdraht am Kopf, auch in tieferen Regionen. Der braunen Grundwicklung folgt ein Bündel langer Fasanenfibern. Sie werden nicht nur, wie jetzt gleich, als Schwanz eingebunden, sondern bilden auch den Körper und die Flügelhülle. Zusätzlich legt der Faden ein längeres Stück feinen Kupferdraht fest. Mit den Fingern verzwirbelt man Fasan und Kupfer. Aus diesem Strang entsteht der Körper. Nach 2/3 der Schenkellänge wird das Bündel abgebunden und aus dem Kupferdraht der Brustbereich erstellt. Nach dem Sichern und Abschneiden des Drahts legt man die Fasanenfibern als Flügelhüllen über das Kupfer. Sie werden mit dem Faden gesichert und möglichst kurz abgeschnitten. Der Abschlussknoten und etwas Lack sichern die Fliege. Wer möchte, kann auch die Flügelhülle lackieren, wodurch sie stabiler wird. Die legendäre Pheasant Tail gehört in jede Fliegendose, am besten in unterschiedlichen Gewichten und in den Hakengrößen von 12 bis 16.